Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben euch ja gesagt in den letzten Videos, dass wir uns für Eschwege dazu entschieden haben, einen zweiten Maxi-Cosi Peppel zu kaufen für Mika, weil wir ja mit Mika und mit Delia fahren möchten und wir möchten gerne beide auch ordentlich gesichert im Auto haben. Ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und ich versuche jetzt mal dieses pelzige Ding hier rauszukriegen. Ne? Das, was ich euch jetzt zeige, so die Schritte, sage ich jetzt mal, könnt ihr mit jedem anderen Kindersitz auch machen. Es muss nicht unbedingt der Peppel sein, aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal anhand diesem Kindersitz, wie man so einen Sitz wirklich von Grund auf mal reinigen kann. Und dazu ist es als allererstes natürlich wichtig, dass ihr alle Stoffelemente entfernt. Der Peppel hat ja hier ein zweiteiliges Sitzverkleinerungssystem. Und worauf ihr natürlich als allererstes achten solltet, ist, dass ihr diesen Schaumstoff entfernt. Also es dürfte auch kein Problem sein, das bei jedem Sitzverkleinerer zu entfernen. Wir können jetzt dann als nächstes das Verdeck nehmen. Dazu gehe ich schon hin und klappe diese Gummilasche hier um. Kann ich auch gleich direkt den Sitzbezug an sich problemlos abmachen. Aber als erstes machen wir jetzt das Verdeck ab. Ihr müsst natürlich an eurem Sitz gucken, wie ihr das Verdeck abmachen müsst. Es ist manchmal ein bisschen komplizierter. Bei mir geht es jetzt. Genau, und schon haben wir auch schon die Möglichkeit, direkt den großen Sitzbezug abzumachen. Das mache ich jetzt auch direkt. So. Perfekt, zieht das aus die Gurte raus und dann holt ihr diesen Bezug sozusagen von oben nach unten runter. Ihr müsst natürlich aufpassen, euer Sitzbezug ist natürlich an gewissen Stellen fixiert und fest, damit der Bezug sich nicht verschiebt oder ähnliches. Und dann müsst ihr natürlich systematisch vorgehen. Und als Tipp für euch, die das jetzt das allererste Mal machen, ist, dass ihr euch merkt, wie ihr den Sitzbezug abzieht. Ich habe jetzt von oben angefangen, den Sitzbezug abzuziehen, dass ihr dann hier die Stellen mitnimmt, wo der Bezug natürlich fixiert worden ist. Und dann geht ihr weiter. Unser Sitzbezug ist jetzt hier an diesen Halterungen für den Anschnallgurt natürlich auch noch fixiert. Da geht ihr einfach auch hin und holt das Gummi hervor und zieht es so drüber, auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann geht es mit dem unteren Gurt weiter, das zieht ihr einfach hier raus und schon habt ihr euren ganzen Bezug komplett ab. Je nachdem, was für einen Sitz ihr habt, könnt ihr natürlich die Gurtpolster jetzt problemlos auch abziehen. Beim Peppel ist das jetzt nicht so leicht. Da müsst ihr die aus den Verankerungen rausholen, weil der Peppel ja dieses System hat, dass die Gurte von selbst auch offen bleiben, wenn man das Kind abschnallt. Dazu zieht ihr die einfach nach oben ab. Und schon könnt ihr die Polsterungen rausholen. Das andere ziehen wir auch ab. So. Hier seht ihr jetzt einen Teil von dieser Federung, was jetzt hier in diesem Stoffbezug drin ist. Ich persönlich friemel das jetzt raus. Also ich muss gestehen, ich wasche das nicht so. Anscheinend kann man das auch so waschen. Ich habe es noch nie gemacht und werde das jetzt hier rausholen. So sieht dieses Federteil jetzt sozusagen aus. Also es ist so ein festeres Schaumstoff, festeres Material, was halt wirklich nur nachgibt, wenn man es so
biegt. Ansonsten bleibt es immer in der Position. Genau. So, und damit habt ihr alle Stoffelemente des Sitzes entfernt und könnt das jetzt alles problemlos bei 30 Grad waschen auf pflegeleicht. Die meisten Bezüge haben natürlich auch dieses Schild für die Pflege des Stoffes. Dann lasst ihn bitte an der Luft sozusagen trocknen. Packt ihn bitte nicht in den Trockner. Das wird euch allerdings auch auf diese Waschetiketten dann angezeigt. Hier, das bringe ich jetzt erstmal runter und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt im Badezimmer. Ich werde das jetzt auch nochmal gründlich sauber machen und reinigen. Und als Tipp von mir, nehmt ganz normales Putzmittel, Allzweckreiniger, habe ich jetzt hier, das ist so ein Konzentrat, da dürft ihr natürlich nicht so viel von nehmen. Am besten holt ihr euch eine kleinere Schüssel, wo ihr so einen Tropfen reinmacht mit lauwarmem Wasser und holt euch einen Schwamm. Also das ist jetzt so ein ganz normaler Küchenschwamm. Bitte die weiche Seite nehmen und dann spült ihr den ganzen Sitz nochmal komplett mit dem lauwarmen Wasser ab. Diese kleineren Teile hier, die könnt ihr schon ins Putzwasser so reinschmeißen. Das könnt ihr ruhig auch drinnen lassen, da passiert absolut gar nichts. Ich werde euch das jetzt alles zeigen, allerdings im Schnellformat. Um ehrlich zu sein, war es das jetzt erstmal, das was ihr machen könnt. Achtet darauf, dass ihr den gut trocknet. Entweder lasst ihr ihn wirklich für ein, zwei Tage stehen, dass er wirklich so trocknet. Da wir hier jetzt die Badewanne heute Abend wieder brauchen, kann ich die natürlich hier nicht stehen lassen. Deswegen werde ich den heute Nachmittag nochmal in Ruhe dann abtrocknen und dann auf ein Handtuch wahrscheinlich im Babyzimmer hinstellen. Weil ansonsten ist natürlich die Gefahr, dass sich Schimmel bildet oder sowas. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist der nächste Tag, wie man unschwer an meinen Klamotten erkennen kann. Unser Maxi-Cosi konnte jetzt knapp 24 Stunden wirklich trocknen. Und ich hätte nicht damit gerechnet, aber es ist wirklich alles trocken. Selbst unsere Stoffe sind trocken. Deswegen können wir auch direkt heute schon wieder den Kindersitz beziehen und komplett fertig machen, damit er dann, ja, einsatzbereit ist. Fangen wir aber jetzt erstmal an, die Gurte wieder einzuführen. Dazu müssen wir den Sitz natürlich hier umdrehen. Ich muss dafür die Gurte hier durch die Klappe führen. Und dann natürlich hier durch diese Gurtschienen oder durch dieses System, was natürlich bei Peppe super ist, zum Anschnallen. Jetzt braucht ihr nur noch darauf achten, dass die Gurte richtig sind. Das heißt, ihr macht einmal den Test hier mit dem Anschnaller. Guckt, dass die Gurte überall gerade sind. Halt auch hier und hier. Perfekt. Super. Und den nächsten Schritt, den wir machen, ist natürlich wieder die Gurtpolster dran machen. Hierzu habt ihr natürlich die beiden formstabilen Inlets und natürlich brauchen wir dann noch die Stoffbezüge. Ich habe einen kleinen Tipp für euch, damit das für euch auch leichter ist. Zum einen könnt ihr hier oben die Befestigung für den Maxi-Cosi selbst rausdrehen sozusagen.
dann könnt ihr problemlos dieses Gerippe für die Polsterungen rein friemeln. Dazu auch von mir ein Tipp, nehmt euch 2 lange Löffel, Eislöffel oder ähnliches, und schiebt einen Löffel hier vorne rein und den anderen Löffel hier hinten mit rein, und dann könnt ihr problemlos dieses Gerippe reinschieben oder reinziehen in den Stoff. Ich werde das jetzt eben mal fertig machen hier, das heißt, ich muss noch eben hier das reinfädeln hier oben. So, dann ist es jetzt so, und dann müsst ihr nur noch eure Halterung für den Maxi-Cosi reindrehen. Und das macht ihr dann so. Und fertig. So, die Gurtpolster werde ich jetzt hier reinhaken. Dazu müsst ihr natürlich darauf achten, wie ihr die Gurtpolster rausgeholt habt, beziehungsweise welche Richtung die Gurtpolster müssen. Und dann fädeln wir einfach hier unsere Gurte ein. Braucht die jetzt nur noch hier oben in den Peppel einstecken. Das ist noch mal ein bisschen Friemelsarbeit. So, und dann habt ihr sozusagen den schwersten Teil auch schon hinter euch, denn alles, was jetzt noch kommt, den Bezug aufziehen und ähnliches, das ist total einfach jetzt nur noch. Wir haben den Bezug ja von oben abgezogen und werden ihn jetzt von unten wieder aufziehen sozusagen. Dann müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr hier die Gurte reinzieht. Natürlich auch wieder hier an den Seiten überall eure Fixierpunkte beachten. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, achtet darauf, wie ihr den Bezug abzieht, wo er überall fixiert worden ist. Merkt euch das, damit ihr dann entsprechend den Bezug auch wieder aufziehen könnt. Fertig. Der Bezug an sich sitzt jetzt. Bevor wir jetzt hier unten die Gummilaschen wieder ordentlich hochbiegen, mache ich das meistens so, dass ich dann noch das Verdeck wieder einspanne vom Sitz. Ihr müsst natürlich darauf achten, wie ihr euer Verdeck einspannen müsst. Bei mir ist es jetzt so, dass ich das hier an der Seite mit so einer kleinen Gummilasche einfriemeln muss. Und dann könnt ihr schon die Gummilaschen nach oben drücken. Perfekt. Und das gleiche macht ihr dann auch direkt hier unten, weil hier unten braucht ihr euch dann auch um nichts mehr kümmern. Je nachdem, wie ihr lustig seid, könnt ihr das Verdeck natürlich jetzt auch verstecken. Ich packe das jetzt auch erstmal hier in die Gummilasche rein. Einfach reinstecken, so dass nur noch die 2 Ringe hier rausgucken. Die könnt ihr dann problemlos einfach rausziehen und schon habt ihr das Verdeck wieder, um es dann halt an den Bügel dran zu machen. Wir bauen dann jetzt noch die Sitzerkleinerung ein. Natürlich müsst ihr auch da wieder darauf achten, dass ihr euer Schaumstoffkissen auch wieder in die Sitzerkleinerung reinpackt. Fertig, und schon kann ich dann das Kissen wieder hier in den Kindersitz reinlegen. Wichtig ist, dass ihr die Kopfstütze beim Peppel so einfädelt. Also diese Verstellung muss nach oben zeigen. Dann könnt ihr nochmal eben die Gurte schließen, zieht die Gurte dann etwas strammer und könnt dann hier unten den Gurt ein bisschen verschwinden lassen, indem ihr den hier unten einfädelt. Und zwar so. Dann habt ihr euer Gurt nämlich fest, euren Anschnallgurt, und könnt ihn dann hier problemlos verstellen, wie ihr das haben möchtet.
Der Peppel hat ja dieses System hier hinten im Windelfach, dass ihr dort den Gurt verstellen könnt. Da die Höhe jetzt definitiv nicht passend ist für unsere Babys, dazu müsst ihr natürlich die Gurte abgeschnallt haben, werde ich den jetzt hier unten wieder auf die niedrigste Stufe stellen, also ganz nach unten. Und dann ist der Maxi-Cosi fertig für Mika oder Delia. Und in der Position passt auch noch Milan rein. Also das ist auch kein Problem. Und für mich heißt es jetzt, sich zu verabschieden. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ich würde einfach sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! I won't just say